Die Salzgitter AG ist ein international agierender Konzern mit dem Stahl- und Technologiefokus. Wir haben uns aufgestellt in 5 Bereiche. Der eine Bereich ist Stahl, da produzieren wir Stahl, zum Beispiel für Automobilhersteller. Der nächste Bereich ist Röhren. Dort werden Röhren für Pipelines, die zum Beispiel durch die Ostsee führen, produziert oder für Autos, Diesel-Einspritzröhrchen. Wir haben einen Handel, der weltweit unsere Produkte, aber auch Produkte von anderen Unternehmen verkauft. Wir sind im Bereich Technologie aufgestellt mit einem Spezialanlagenhersteller. Dort produzieren wir Getränkeabfüllanlagen. Dann haben wir noch einen 5. Bereich Dienstleistungen, in dem viele Unternehmen zusammengefasst sind, die für die Produktion hier wichtig sind. Also wir haben eine eigene Eisenbahngesellschaft, wir haben einen eigenen Hafenbetrieb oder einen großen Anteil an einem Hafenareal in Hamburg. Und auch die Forschung ist in diesem Bereich mit angehängt. Am meisten suchen wir Maschinenbauer, aber auch Elektrotechniker, Verfahrenstechniker, Werkstoffwissenschaftler sind durchaus Leute, die wir gerne in unserem Unternehmen anstellen. Studiert habe ich ursprünglich Verfahrenstechnik, gelernt habe ich Industriemechanikerin, beides zusammen als kooperativen Studiengang, also die Ausbildung innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen, gleichzeitig das Grundstudium Verfahrenstechnik und dann zu Ende studiert und dann direkt hier angefangen. Ich habe Mineralogie studiert, habe dann in Werkstoffwissenschaften promoviert und bin dann im Anschluss an die Doktorarbeit hier angestellt worden. Also ich habe auf einer Konferenz einen meiner jetzigen Kollegen kennengelernt. Der hat mir dann später erzählt, dass eine Stelle frei geworden ist. Und er wusste natürlich auch schon, dass ich ähnliche Dinge in meiner Promotion bearbeitet habe und hat mich deswegen gefragt, ob ich mich nicht hier bewerben möchte. Die Bewerbungsverfahren sind in der Regel auf Interviewbasis, variieren aber je nach Standort. Es gibt angepasste Verfahren, die sind von der Gesellschaft jeweils vorgegeben. Und da wir so viele Gesellschaften haben, gibt es eben auch ganz viele unterschiedliche Verfahren. Manche Personaler möchten gerne ein telefonisches Vorinterview führen. Andere sagen, nee, das Bewerbungsgespräch, das erste ist schon aussagekräftig genug. Manche sagen dann, okay, vielleicht schauen wir nochmal, wie er sich im Betrieb so schlägt oder wie sie sich im Betrieb so schlägt. Wir machen eine kleine Arbeitsprobe. Und das hat den Vorteil, dass die Bewerberin oder der Bewerber auch gleich sieht, was ist im Betrieb alles so von mir gefragt, was kommt auf mich zu, wie kann ich die Themen angehen, die mir dann wahrscheinlich in Zukunft begegnen. Also das Besondere an dem Unternehmen und hier zu arbeiten ist, dass wir ein integriertes Hüttenwerk sind. Das heißt, wir machen wirklich alles vor Ort selbst, die Stahlerzeugung, das Warmwalzen, das Kaltwalzen und das Oberflächenveredeln. Dadurch ist man mit sehr vielen verschiedenen Menschen in Kontakt, kommt sehr viel rum, lernt viel kennen und das Ganze eben in einem doch überschaubaren Rahmen.